Das berühmteste Wahrzeichen und die Attraktion von Paris war mit knapp 320 Metern Höhe seinerzeit das höchste Bauwerk der Welt. Der Eiserne Turm wurde 1889 von Ingenieur und Brückenbauer Gustave Eiffel für die Weltausstellung und die 100-Jahr-Feier der Französischen Revolution konstruiert. Die Konstruktion vom Eiffelturm war ursprünglich als Provisorium für ca. 20 Jahre geplant. Die Schwankung des Eiffelturms beträgt ca. 7 cm. Sie kann allerdings bei Sturm und bei veränderten Temperaturen schwanken, und zwar zwischen 12 und 15 cm. Der Eiffelturm ist nach wie vor das wichtigste Wahrzeichen von Paris. Mehr als 200 Millionen Menschen haben ihn schon besucht. Und jährlich kommen 5,6 Millionen Besucher dazu. Die erste und zweite Plattform kann man natürlich auch zu Fuß erreichen. Man muss dann allerdings 16.665 Stufen erklimmen. Eine Sache, die nicht für jedermann bestimmt ist. Nach nicht allzu langem Überlegen haben wir uns gesagt, nee, das machen wir nicht. 16.665 Stufen. Da geben wir lieber 12 Euro aus und fahren gemütlich mit dem Lift nach oben. Wenn es auch in dem Lift sehr, sehr eng wurde.
survive anymore with this notion. Just saving up.